Es ist wichtig, in einem guten Beschäftigungsverhältnis zu sein, um ein anständiges Leben zu führen. Mit einer Arbeit bestreitest du deinen Lebensunterhalt für Miete, Einkauf oder kleine Extras. Für einige Menschen ist es nicht so einfach, einen Job zu finden. Aufgrund diverser Umstände kommt es vor, dass jemand seinen Job verliert und obdachlos wird. Dadurch ist er auf die Almosen wohlwollender Passanten angewiesen. Wir sprechen in diesem Video über den obdachlosen John, dem ein Job angeboten wurde und er bald seine Arbeitgeber überraschte. Im Sommer 2017 sahen einige Dachdecker in der Nähe ihres letzten Einsatzes in London einen obdachlosen Mann auf einer Bank schlafen. Sie beschlossen, ihm eine Beschäftigung zu geben, damit er eventuell etwas Geld verdienen kann. Was jedoch als nächstes geschah, haben die Bauarbeiter nicht erwartet. Als die Männer am nächsten Tag auf der Baustelle eintrafen, konnten sie kaum glauben, wer dort auf sie gewartet hat. J.J. Murray war einer der Bauunternehmer, der für die Empire UPVC und Roof Specialists, ein Unternehmen mit Sitz im nördlichen Vorort von London, beschäftigt ist. Murray und seine Kollegen erlebten während ihres Einsatzes im August 2017 etwas Bemerkenswertes, was sich schnell verbreitete, nachdem Murray dies auf seiner Facebook-Seite gepostet hat. Alles begann, als Murray und seine Kollegen am 14. August 2017 das Dach eines Londoner Hauses renovierten. In der Nähe des Hauses befand sich einer von Londons öffentlichen Parks. Beim Passieren des Parks bemerkten die Männer einen schlafenden Mann auf der Bank. Um dem armen, obdachlosen Mann zu helfen, entschieden sie sich, typisch britisch, ihm eine Tasse Tee anzubieten. Der Mann nahm das warme Getränk dankend an und fragte die Bauunternehmer, ob sie Hilfe beim Dachdecken benötigten. Überrascht über das Angebot des Fremden, entschieden sie, ihm eine Chance zu geben. Murray und sein Team gaben ihm die Adresse und baten ihn, sie am nächsten Tag dort zu treffen, um ihm etwas Arbeit zu geben. Die Empire-Mitarbeiter waren am nächsten Morgen erstaunt zu sehen, dass der obdachlose Mann bereits vor ihnen da war und auf sie wartete. Die Männer waren dankbar für die zusätzliche Hilfe beim Dachdecken und erfuhren, dass er John heißt. Später, am selben Tag, hat Murray das Treffen auf Facebook gepostet. John war als erster auf der Baustelle und arbeitete ununterbrochen. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so glücklich war zu arbeiten. Es wurden auch Fotos von John geteilt, auf denen man ihn mit Dachziegeln, Abfallsäcken und Ausrüstung sah. Er wirkte sehr zufrieden und freute sich, seinen neuen Freunden zu helfen. Ihre Freundlichkeit hörte nicht mit dem Jobangebot auf. Sie luden John zum Mittagessen ein. Sie erzählten ihm, dass es nur fair sei, ihn für die Arbeit am Morgen anständig zu belohnen, bevor er wieder seinen eigenen Weg geht. Darauf erwiderte John sehr bescheiden, dass ihm etwa 15 Pfund, also etwa 16 Euro, reichten, um durch die Woche zu kommen. Die rechtschaffenen Arbeiter hatten jedoch andere Vorstellungen. Sie wollten John mehr geben, um ihn für die harte Arbeit an diesem Sommertag zu belohnen. Murray berichtete, dass die komplette Belegschaft schnell Geld untereinander sammelte, wobei tatsächlich etwas mehr als 70 Pfund, ca. 77 Euro, für John zusammengetragen wurden und gaben ihm diesen weitaus höheren Betrag. Berichten zufolge war John den Dachdeckern für die Arbeit sehr dankbar. Murray ergänzte in seinem Facebook-Post, dass die Dankbarkeit von John eine echte Erkenntnis sei. Murray fügte hinzu: "Mach weiter so, John. Da draußen muss es noch mehr Gutes für dich geben." Dann gab der Dachdecker noch eine ausführliche Darstellung über das Problem der Obdachlosigkeit, welches aktuell in Großbritannien besteht, und postete weiter: "Niemand, der arbeiten möchte, sollte auf der Straße leben." John ging nicht unmittelbar nach Erhalt des Geldes weg, sondern zeigte seine starke Arbeitsethik und fragte seine temporären Kollegen, ob es möglich sei, nochmals auszuhelfen. Damit waren die Bauunternehmer sofort einverstanden und baten John, am folgenden Montag wiederzukommen. Beim Abschied folgte dieser herzzerreißende Satz: "Danke, Freunde. Dies war die größte Wertschätzung, die ich je bekommen habe." Es wird Murrays Facebook-Post zu verdanken sein, dass er so geschätzt wurde. Tatsächlich erhielt er mehr als 23.000 Likes und wurde in kurzer Zeit mehr als 5.000 Mal geteilt. Zusätzlich kamen überwiegend positive Rückmeldungen aus der globalen Online-Gemeinschaft. Facebook-Nutzer überschlugen sich selbst, um die Dachdecker für ihre Nächstenliebe zu bejubeln.
Es kamen Kommentare wie: Welche Freundlichkeit zu einem völlig Fremden! Diese wunderbaren Jungs haben vielleicht das Leben des Obdachlosen für immer geändert. Inspiration for Man schrieb, dass er ebenfalls durch die gute Tat des Arbeiters bewegt wurde. Das Beste an dieser Geschichte ist möglicherweise, dass die richtigen Personen von Johns Situation erfahren haben. Laut der Empire Roof Company haben seither einige barmherzige Menschen den Obdachlosen beherbergt. Darüber hinaus erhielten Murray und seine Kollegen großes Lob, sowohl von ihrer Firma als auch von der Öffentlichkeit. Dies wurde durch den Post des Managements von Empire UPVC und Roofing Specialists auf Facebook berichtet. Dort hieß es: Wir können nicht glauben, wie diese selbstlose Geste des Empire-Teams so weit gekommen ist. Auf das Team können wir nicht stolzer sein. Gut gemacht, Jungs! Geschichten wie diese zeigen, dass es Wege gibt, einem Mitbürger zu helfen, wenn dieser weniger Glück hat. Möglicherweise konnten die Dachdecker durch ihre Taten das Leben von John verbessern. Wahrscheinlich sollte das letzte Wort an einen Facebook-Nutzer gehen, der Folgendes auf Murrays Post kommentierte: Würden mehr nette Menschen wie ihr existieren, wäre die Welt ein viel besserer Ort. Und das ist die perfekte Zusammenfassung. Geschäftsmann bietet einem Obdachlosen vor Ort einen Job an. Ryan Davidson, 25, sucht bereits seit 2 Jahren nach einer dauerhaften Unterkunft. BBC News erzählte er, dass er heute Hoffnung für die Zukunft hat. James lief an mir vorbei, also bat ich ihn um etwas Kleingeld. Er blieb stehen und schien ein netter Kerl zu sein. Wir unterhielten uns für eine Weile, dann sagte er mir, dass er eine Firma hat und mir einen Job anbieten kann. Ich konnte es nicht glauben. James Mintz, der Besitzer eines Farbbeschichtungsunternehmens in der Stadt, freute sich über ein Essen mit seiner Frau und 2 Freunden, um seinen Hochzeitstag zu feiern. Ich sah das große Lächeln bei Ryan und wir fingen an zu reden, sagte James zu BBC News. Wenn dir ein Job angeboten wird, würdest du ihn annehmen? Fragte er Ryan. 100%, sagte er. James gab Ryan die Adresse seiner Fabrik und sie gaben sich die Hände. Ryan versprach zu erscheinen. Was James jedoch für einen harmlosen Facebook-Post hielt, fing schnell an zu wachsen. Als ich am Freitag auf Facebook schaute, gab's hunderte Kommentare und tausende Freundschaftsanfragen. Ich konnte das nicht glauben, sagte James zu BBC News. In einem der Kommentare hieß es: Unsere Nachbarschaft braucht mehr Unternehmen wie dich, um an diese Menschen zu glauben. Unter anderem hat sich Ryans Tante gemeldet und konnte eine Mobiltelefonnummer zur Kontaktaufnahme mit Ryan geben. James rief Ryan an, um seine Anfangszeit am Montag zu bestätigen. Ian Katz, ein örtlicher Milchmann, bot Ryan sogar an, ihn bei seinem ersten Tag zur Fabrik zu fahren. Ryan erhielt ab Sonntag keine Anrufe mehr. Als Jan am Montag um 7:30 am vereinbarten Treffpunkt eintraf, war keine Spur von Ryan zu sehen. James schrieb auf Facebook: Guten Morgen allerseits. Leider ist Ryan nicht aufgetaucht. Ian Katz, der Milchmann, war pünktlich da, um ihn abzuholen und wartete 30 Minuten. Ich rief ihn mehrmals an, erhielt aber keine Antwort. Das verursachte schlechte Stimmung. So eine Schande, schrieb jemand. Doch die Geschichte nahm ein glückliches Ende. Ryan hatte am Montagmorgen einen Termin für eine Notunterkunft und konnte James ohne Telefonguthaben nicht anrufen. Er erschien dafür am nächsten Tag sehr früh zur Arbeit, schrieb BBC News. Sein erster Arbeitstag hätte nicht besser laufen können. Ich bin James so dankbar, liebe meinen Job und alle gaben mir das Gefühl, willkommen zu sein. Wir sind eine große Familie. James erzählte BBC, dass die zahlreichen Kommentare zu vielen Angeboten für Ryan geführt haben. James hat jetzt eine Spendensammelseite für ihn eingerichtet. Wir werden die Einnahmen verwenden, um eine dauerhafte Unterkunft für Ryan zu finden, fügte er hinzu. Ryan sagte BBC, dass er von den Reaktionen einfach überwältigt sei. Es hat mir die Augen geöffnet, wie großzügig und freundlich Menschen sein können. Ich habe noch nie jemanden wie James getroffen. Er hat mein Leben völlig verändert. Das war unser Video über Dachdecker, die dem obdachlosen John Arbeit anboten. Sie waren von seiner Arbeitseinteilung und seiner persönlichen Geschichte positiv überrascht. Auch der obdachlose Ryan war überglücklich, als James ihm einen Job angeboten hat. Was denkst du über diese Geschichten? Welche hat dich bewegt und warum? Würdest du auch jemandem helfen, der obdachlos ist? Hinterlass deine Meinung in den Kommentaren.
Vergiss nicht zu liken, zu abonnieren und auf die Glocke zu klicken, um als Erster eine Benachrichtigung zu erhalten, sobald wir ein neues Video hochladen.